Jetzt ist es raus. Dies Promi Familia ist bei Pietro Lombardi untergekommen. Großer Mann mit noch größerem Herz. Danke für alles Pietro, so lautet Amira Poachers, 28, Kommentar unter Pietro Lombardi's, 29, trennenreichem Instagram Comeback Video. Die Poachers und der Einstige des DS Gewinner sind gut Freunde, doch warum ist das Ehepaar dem 29 Jahrigen so denkbar? Das erfahrt RTL nun aus gut unterrichteten Kreisen. Nachdem Amira und Oliver Poacher, 43, aus ihrem überfluteten Haus in Köln fliehen müssen, bot Kane Geringer als Kumpel bei den beiden ein Wurburgundis zu Hause. Oliver Poacher und Pietro Lombardi sind bereits seit 5 Jahren Freunde. Seit ihrer Gemeinsamen Teilnahme bei Global Gladiators im Jahr 2017 sind Pietro und Ali gut Freunde. Bereits in dem Reality-Format, für das die beiden Gemeinsam durch Afrika reisen müssen. Word deutlich, das sei auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Doch nun wird das tatsächlich ausmaß ihrer Freundschaft deutlich. Offenbar hat Pietro den Poachers nach der Flugkatastrophe im Westen von Deutschland angeboten, in sein Haus zu sehen. In einer seiner Bildschirmkontrollen hatte Ali der Öffentlichkeit verraten, dass der Keller seines Wohnhauses Wahlhelfen sei. Pietro hat auch schon mal in Oliver Poachers Wohnung gelebt. Damit durft eine Hand die Endier waschen. Immerhin gab der Sänger vor 5 Jahren in einem Interview zu, dass zu dem damaligen Zeitpunkt in einer Wohnung des Comedians lebte. Ist mein Vermieter und Freund, würd ich sagen. Wir haben auch das gleiche Management, enthalt pi damals. Hüt hat sich das Blatt gewendet. Doch von Vermieter kann wohl kaum die Rede sein. Von einem Freund, den man sich in Krisenzeiten wünscht. Pietro hat das Herz wirklich am rechten Fleck.